Hallo, euer Comic ist wieder da mit einem neuen Video und heute machen wir eine große Beschwörung über drei Spiele hinweg. Das heißt, wir beschwören bei Raid Shadow Legends 55 Helden, wir beschwören 55 Helden bei Seven Deadly Sins und wir beschwören 55 Helden bei Exos Heroes. Und da gucken wir jetzt quasi, wo kriegen wir mehr tolle Helden raus, wo sind die Quoten am besten und wie sehen die überhaupt aus? Also im Vergleich mal drei unterschiedliche Spiele, wie sehen die Helden aus, was haben sie für Fähigkeiten und wie gut sind diese Helden, die ich dort beschwören kann, wo habe ich wohl die besseren Chancen, mir einen guten Helden zu holen. Deswegen seid gespannt, wo wir die besten Helden finden können und 55 Helden einfach daher, weil bei den anderen Spielen wie Seven Deadly Sins und Exos Heroes gibt es immer die Möglichkeit, immer nur 11 Helden im größeren Pack zu beschwören und deswegen beschwören wir auch bei Raid Shadow Legends natürlich genauso viele Helden wie bei den anderen beiden, damit wir auch da in nichts nachstehen. Wie gesagt, 55 Helden in jedem Spiel beschwören und gucken, wo wir die besten finden. Also worauf ich auch achte, ist natürlich, dass wir in keinem Spiel irgendein doppelte Chance-Event oder sowas haben, wo es jetzt doppelte Chancen gibt, legendäre Helden oder sowas zu ziehen. Also sowas werden wir nicht machen. Wir werden das wirklich mit den ganz normalen Quoten, die es im Spiel gibt, machen. Und hier sind wir bei Seven Deadly Sins. Hier haben wir die Helden aus Part 2. Da habe ich jetzt noch nicht so viele, deswegen werde ich das jetzt einmal machen. Da sind die Chancen halt einen von den besseren, das sind dann die legendären Helden, zu bekommen von 3%. Bei Raid Shadow Legends ist es schlechter, wie wir wissen. Vor allen Dingen aus antiken Splittern. Hier haben wir auch nur eine Form von Splittern, die wir sozusagen benutzen können. Hier haben wir nicht verschiedene Splitter, die wir öffnen können, sondern nur eine Art von Splitter. Genauso wie es dann bei Exos Hero auch nur eine Art von Beschwörung oder Rekrutierung gibt. Von daher haben wir quasi bei Seven Deadly Sins und Exos Heroes nur die Möglichkeit, so zu beschwören, dass wir nur eine Art von Splitter benutzen und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das so zu machen, dass ich bei Raid Shadow Legends die Art von Splitter nehme, die wir quasi am häufigsten bekommen, antike Splitter, wo wir wenigstens auch legendäre Helden rausbekommen können oder epische Helden, um zu schauen, wie es im Vergleich eben mit den anderen zwei Spielen ist. So, das heißt, wir beschwören jetzt sozusagen 55 Helden, wir müssen jetzt fünfmal quasi diesen Button hier drücken. Okay, dann fangen wir an. 1. Vielleicht kennt ihr die Animation auch noch nicht von der Beschwörung. Das ist eine etwas längere Animation, aber für alle, die es jetzt noch nicht kennen oder so, lasse ich mal das erste Mal laufen und danach überspringen wir die. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Aber falls ihr die Spiele nicht kennt, dachte ich, könnt ihr es euch mal anschauen. Das ist quasi die Beschwörungsanimation von Seven Deadly Sins hier. Das ist ein Albion, gegen den hier Meliodas, unser Hauptcharakter, kämpft. Und auch Seven Deadly Sins und Exos Heroes sind natürlich Gacha-Games, das heißt, da geht es ums Heldensammeln, so viele Helden wie möglich, aufwerten, Fähigkeiten richtig kombinieren, genauso wie bei Raid Shadow Legends natürlich auch. Bums, so, und dann fängt die Beschwörung hier an. Da sieht man dann hier zum Beispiel einen SSEL-Helden, müsste bei den Splittern hier schon dabei sein, genau, nämlich das hier sind die SSEL-Helden. Ach, wie süß. Das ist hier unser lieber Hawk. Da haben wir schon einen von den richtig guten Helden, also quasi ein legendärer ist schon da. Yay! Einen legendären haben wir hier schon gezogen. So, gucken wir mal. Ich glaube, das war auch der einzige in dem Pull. Schauen wir mal, was ich hiervon noch nicht habe. Ach, die habe ich schon gehabt? Okay, das wusste ich gar nicht. Wo habe ich die denn hergezogen? Weil das, dieses in eine Münze umwandeln passiert eigentlich nur, wenn man die Helden schon quasi hat. Also die habe ich auf jeden Fall schon gehabt, die goldenen, die silbernen, die gibt es ja immer und immer wieder. Das heißt, von denen hatte ich definitiv auch schon welche. Okay, nächste Ziehung. Und wie ihr hier unten sehen könnt, füllt sich hier so eine Anzeige dann auf. Das heißt, immer wenn ich keinen SSEL-Helden, also keinen legendären Helden quasi ziehe, füllt sich diese Anzeige auf. Und die Chance erhöht sich, einen legendären Helden zu ziehen. Oder man kriegt quasi einen garantierten legendären Helden dann mit dieser Ziehung. So, zweit. Jetzt haben wir den dritten. 3. Na, bin ich mal gespannt, ob wir nochmal irgendjemanden von den neuen Charakteren bekommen. Wie gesagt, man kann das ja schön skippen. So, das sind alles welche, die schon vorhanden sind. Aber das, diese goldenen quasi, das sind sowas wie, ja, epische Champions dann in dem Sinne. Weil es gibt hier, sag ich mal, nicht diese Abstufung. Es gibt halt im Endeffekt drei Abstufungen. Einmal sozusagen diese gewöhnlichen oder ungewöhnlichen Champions, dann sind das hier die seltenen oder epischen Champions und das andere sind die legendären Champions. Man kann aber alle auf die höchste Qualität natürlich auch aufwerten. Trotzdem
die goldenen Helden sind auf jeden Fall nicht schlecht, aber man möchte natürlich trotzdem solche legendären Helden ziehen. Also es gibt hier schon einen Unterschied natürlich zu Raid Shadow Legends von der Seltenheit her. Weil es wäre jetzt so, wie wenn wir bei Raid Shadow Legends nur epische ziehen könnten und könnten die aber dann verbessern auf legendären Grad zum Beispiel. Das wäre dann so ähnlich wie hier und so ähnlich ist auch das System von Ixos Heroes. Oh, jetzt, die hier ist neu, die hatte ich noch nicht. Die Plejaden vom blauen Himmel. Ah, okay, Deltry. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen, aber ja, ich kenne sie aus der Serie natürlich. Was hat sie denn für Skills? Unglücklicher Treffer. Fügt Stachelschaden zu. Schön steht auch immer da, was das bedeutet. Stachel, zweimal Erhöhung vom Crit-Schaden. 240%, 400%. Oh, okay, das macht schon dann ein bisschen Aua. Was haben wir hier? Verspotten. Okay, sie kann verspotten. Sie kann die Gegner verspotten. Erhöht die LP-bezogenen Werte durch 30% für 2 Runden. Okay, also sie kriegt quasi dann nochmal extra Bonus auf ihre LP. Je mehr LP sie hat, desto besser. Kann sozusagen eine Tank sein. Fügt Schaden in Höhe von 360 des Angriffs auf alle Feinde zu. Alle Feinde ist auch nicht schlecht, also alle Feinde sind immer gut. Hindert die Anzeige ultimativer Move für eine Runde am Auffüllen. Oh, okay, für die Arena sicherlich ziemlich nice. Also ich könnte mir das durchaus für die Arena vorstellen. Wenn ich ein bisschen nasal spreche, ich bin noch ein bisschen erkältet, das tut mir leid. So, jetzt überlege ich gerade, wie viele Ziehungen haben wir jetzt gemacht. Das war jetzt die dritte, ne? Jetzt müssen wir nochmal die vierte machen. Jetzt haben wir schon zwei legendäre Champions quasi dabei gehabt. Also zwei von der höchsten Qualität. Drei legendäre Champions. Und sie habe ich auch noch nicht. Okay, gucken wir mal an, was sie für Fähigkeiten hat. Kann ich nämlich auch nicht sagen. Deaktiviert Schwächungsfertigkeiten von allen Feinden. Okay. Fügt Schaden in Höhe von auf alle Feinde. Oh, mit der A1 quasi. Ich nenne es mal A1. Das Kampfsystem ist hier natürlich ein bisschen anders. Aber auf alle Feinde, wenn man es abgegradet hat. Also man möchte diese Fähigkeit definitiv auf Silber bekommen dann. Brillanter Schutz. Entfernt Schwächung von einem Verbündeten. Okay. Entfernt Schwächung und heilt LP von einem Verbündeten in Höhe von 300% des Angriffs. Gewährt Immunität gegen Schwächung. Okay. Oh, von allen Verbündeten. Also diese aufgestiegene Fähigkeit ist natürlich sehr gut, aber die dann zu bekommen, ist natürlich wieder so eine Zufallschance. Da finde ich, glaube ich, ihre Heilerinnenform schon besser. Heilt sie hier auch. Heilt LP von allen Verbündeten in Höhe von 420% des Angriffs und füllt die Anzeige ultimativer Move um 2 Kugeln. Okay, das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also sie heilt und entfernt quasi die Schwächung. Also es ist auch sehr guter Support-Champions. Zwei Support-Champions gezogen. Müsste man halt gucken, inwieweit man sie in Teams integrieren kann. So, machen wir noch die letzte Ziehung jetzt. Man sieht auch, die Fortschrittsanzeige geht nur weiter, wenn man keinen legendären Champion gezogen hat. Okay, hier war keiner dabei, aber auch keiner von den goldenen, die ich bis jetzt noch nicht hatte. Das Raid Shadow Legends Video ist im Livestream entstanden, deswegen wundert euch nicht, wenn da jetzt noch mal ein paar andere Anzeigen oder sowas sind und ich mal kurzzeitig rüber gucke und mit jemandem spreche oder irgendwas vorlese. Das hat damit zu tun, dass ich dann natürlich versuche, auf den Chat so weit wie möglich zu reagieren. Also lasst euch davon nicht verwirren und jetzt viel Spaß beim Beschwören. 55 aufzumachen. Vielleicht mache ich aber auch alle 64 auf, bin mir da noch nicht so schlüssig, aber wir machen erstmal 55 auf und ich guck mal, wie ich da liege. Die Brille nehme ich erstmal so zum Glück bringen hier oben. Die ist verkehrt rum. Oh Gott, da fällt das Glück raus. Oh nein. Die nehmen wir erstmal so noch mit drauf. Das ist die Glücksbrille, also wer sie noch nicht kennt, ja, das ist die Glücksbrille hier. Okay, dann schauen wir mal, was wir machen können. Ich mache erstmal 4 so auf und dann ist eine gerade Zahl. Danke. Ein paar Legendäre hatte Alex Philipp heute. Na da, Glück gehabt. Mal schauen, was kommt. Keulenkämpfer, der alte Keuler. Meine Stimme ist heute auch, wie gesagt, nicht so die beste. Immer noch ein bisschen erkältet. Reißzahn. Was haben wir da? Ach ja. Es ist auch, die gibt es dreimal als Reskin, glaube ich, wenn nicht sogar viermal. Die Nesha sieht so aus.
Schädelkrone und Teurgist. Ja, dreimal dieselbe Champion, nur in einer anderen Farbe. Das ist auch ein bisschen lächerlich irgendwie. So. 10 Stück, come on. Was kriegen wir? Wenigstens einen epischen möchte ich gerne haben. Oh, Felszahn, einer von den Starter-Champions, die wir so zwischendurch bekommen. Oh, Frostbringer, habe ich aber leider schon. Spinne ist auch öfter mal gesehen. Eisenhülle. Wie gesagt, für ein Anfangsteam, zum Beispiel Arena oder ja, Arena, Dungeons, auch nicht schlecht. Kann man ruhig am Anfang benutzen, wenn wir jetzt keinen besseren haben. Auch Graubart, eigentlich nicht so ein schlechter Champion. Frostbringer, ich weiß gar nicht, warum sie überhaupt Frostbringer heißt. Sie hat, glaube ich, keine Fähigkeit, die in irgendeiner Art und Weise Frost auslöst oder einfrieren kann. So, die nächsten. Schon wieder Eisenhülle. Hat man doch gerade schon. Valerie macht ein schönes Schild. Aber ihr Skill ist irgendwie... Ich finde ihren Skill irgendwie lustig. Also, die macht ja dieses Schild. Hier. Verleiht allen Verbündeten für 2 Runden einen Schildbuff. Der Wert dieses Schildes ist abhängig vom Champion-Level. Was bedeutet das? Ein Champion-Level 60 kriegt ein 60er Schild? Ich habe es noch nie ausprobiert, muss ich ehrlich dazu sagen. Weil was verstehe ich? Der Wert des Schildes ist abhängig vom Champion-Level. Das kann ich hier irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Also, das habe ich noch nie verstanden bei ihr. So, 30 Stück müssten das jetzt sein, glaube ich. Nomadin, Keulenkämpfer schon wieder. Eroberer, Blutfratze. Blutfratze kann man ja farmen. Kanonierin. Kanonierin ist auch nicht unbedingt einer der besten epischen Champions. Hat ja auch den Angriffssteigerer dabei. Genauigkeitsverringerer, Verbündetenschutz, Defsteigerer, Dauerheilung. Also das Einzige, was halt wirklich bei ihr einigermaßen cool ist am Skillset, ist das hier. Und hat halt leider nur Geschwindigkeit in Fraktionsgruften. Die anderen beiden finde ich jetzt nicht unbedingt so toll. Okay, so, nochmal gucken. Was kriegen wir jetzt? Ich hoffe, jetzt ist mal irgendein guter epischer oder wenigstens einer dabei, den ich noch nie hatte. Das wäre mal schön. Wir haben ja auch kein doppelte Chance-Event. Aber hier Fechterin wäre zum Beispiel eine für die Fusion, die man gebrauchen könnte. Ja, sieht heute soll nicht mein Tag, glaube ich. Heute ist nicht mein Beschwörungstag. Oh! Felsbrecher. Aber den habe ich auch schon. Rächer, Graubart. Krallenhorn. Krallenhorn kann man auch benutzen. Definitiv. Diskostov. Hallo, vielen Dank fürs Folgen. Disco ist doof. Ach, jetzt habe ich es. Nee, Disco. Diskostov war doch richtig. Verdammt. Blutfeder, ach, die war auch mal bei einer Fusion. Übrigens eine der Champions, die man mit verwursten musste. Erines ist auf jeden Fall nicht schlecht. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal weggeschmissen bei einer Fusion. Also ich glaube, von den beiden kann man gut nochmal eine Kopie aufheben. Gezeichnete war auch schon öfter mal bei Fusionen dabei. Also wer Gezeichnete zieht, nicht wegschmeißen, kann auch mal bei einer Fusion drankommen. Und Felsbrecher, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich nicht in Erinnerung, dass da eine Fusion mal dabei war. Und da sind auch die Splitter schon alle wieder weg. Okay, halten wir fest, wir haben ein paar epische Champions gehabt, wir haben keinen legendären Champion diesmal dabei gehabt. So, jetzt gehen wir mal in das Spiel Exos Heroes und da gibt es sowas wie Rekrutieren, da gibt es quasi keine Splitter, aber es ist quasi auch eine Elffach-Rekrutierung, so ähnlich wie bei Seven Deadly Sins eben gerade, dass wir sozusagen 11 Helden rekrutieren. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal kurz an, wie hier die Raten sind. Also Fate Core sind sozusagen die besten, die man bekommen kann. Das ist 1% auf Fate Core. Ansonsten hat man hier auch die einzelnen Helden immer nochmal aufgeschlüsselt. Also wie groß ist sozusagen unsere Chance, so einen Fate Core Helden zum Beispiel zu bekommen? 0,02
irgendwas. Oder Fated Heroes 3%, das sind sozusagen sowas wie bei uns bei Raid Shadow Legends legendäre Helden im Endeffekt, diese Fated Heroes. Legendary, sag ich mal, so sowas wie epische, rare, ja und so weiter und so fort. Ne? Man kann sich quasi denken und Fate Core sind einem die besonderen Helden, die man haben möchte. Das ist dann hier 1%, 3%, 15%. Es gibt quasi dieses Fate Core Chance Increase. Das heißt, man hat eine größere Chance, einen bestimmten Fate Core zu ziehen. Oder das Premium Rekrutieren. Das heißt also, Premium Rekrutieren ist das, was wir jetzt machen werden. Einfach weil da die ganz normalen Chancen bestehen. Und man hat sowas, das nennt sich String of Creation. Und da hat man einfach die Möglichkeit, bestimmte Helden zu ziehen. Also das heißt also, man hat immer eine bestimmte Chance natürlich auf diese Helden. Die vergrößert sich dann natürlich, je weniger Helden wir schon, also die vergrößert sich damit, je mehr Helden wir quasi schon gezogen haben von diesem String of Creation, also je mehr Helden wir hier aus diesem Raster rausziehen, desto höher unsere Chance, auch diesen Fate Core Helden zu bekommen. Aber wir machen, wie gesagt, die ganz normale Rekrutierung für 700 Exos oder Exes, wie auch immer man das aussprechen möchte. Und ich zeige euch auch hier mal die komplette Animation. Also wie sieht dieses Beschwören oder dieses Rekrutieren hier halt komplett aus. Also und nicht wundern von der Bildschirmgröße her. Ich nehme das hier gerade vom Tablet aus auf sozusagen. Dann kann man das so ein bisschen erkennen. Und ja, diese Animation kommt quasi immer. Die kann man aber auch skippen. Das Einzige, was man nicht skippen kann, ist immer das hier. Das ist dieses Ziehen, wo man dann sieht, was für Helden man quasi zieht. So, da haben wir jetzt so einen ganz normalen Helden gezogen. Interessiert uns nicht, können wir weitermachen. So. Dann ziehen wir den nächsten. Der zieht dann auch seine Kapuze runter. Und normalerweise, wenn man das skippt, dann sieht man quasi immer gleich, wenn man einen legendären Champion gezogen hat. Weil dann machen diese anderen Champions keine Animation mehr mit diesem Kapuze runterziehen oder sowas. Sondern dann hat man wirklich nur noch die ab legendärem Grad. Also wenn ich jetzt hier auf Skip dann gehe, wird man immer nur noch die Helden sozusagen ab dem legendären Grad sehen. So wie jetzt zum Beispiel. Ja, legendär ist meistens diese Animation. Und wen haben wir da? Vinity. Vinity, den hat man in der Kampagne, wenn man die gespielt hat, auch getroffen. Final Hit hat er als passive Fähigkeit. Also alle Helden haben immer eine passive Fähigkeit und zwei aktive Fähigkeiten. Beziehungsweise auch eine ganz normale Angriffsfähigkeit. Also das heißt immer eine ganz normale Angriffsfähigkeit und zwei aktive Fähigkeiten und einen passiven Skill. Den haben alle Helden. So, jetzt gibt man mal hier, dass man wirklich nur die ziehen, wo man ab legendärem Grad diese Animation, da geht dann immer dieser Typ hier zur Seite. Und dann müssen wir mal gucken. Wenn es glitzert, ist es übrigens interessant. Also ab da, wenn es glitzert, Karin ist, glaube ich, auch keine schlechte Heldin. Er hat auch eine Bewertung von 4,8. First Aid ist meistens für Heiler ziemlich gut. 210 Damage, einen Alliierten und Cleanse Debuffs, okay. Also Heilung von 40% ist schon mal nice. Heilt alle Verbündeten, okay. Also auch eine gute Heilerin, wie man sieht. Und genau, zwei legendäre Helden und der Rest relativ normal. Okay, machen wir weiter und gucken, was wir noch rausbekommen können. Also wie gesagt, wenn es glitzert, dann ist es was ganz Besonderes, weil dann ist es meistens ein Fated Hero oder ein Fate Core Hero. Und wie gesagt, das Fate Core, das sind natürlich ganz besondere Helden, die man haben will. Aber auch Fated Heroes sind natürlich richtig gut. Oh, es glitzert! Oh, nice. Die habe ich schon öfter mal in der Arena gesehen. Shell. Ich weiß natürlich noch nicht genau, wie gut sie ist, was sie kann, aber vielleicht bringt sie mich in der Kampagne auch ein bisschen weiter. Hat einen Cleanse, also sie reinigt quasi Debuff-Effekte von uns. Das ist ja schon mal gut, als passiven Skill sogar. Also das heißt, sobald wir einen Debuff kriegen, wird er wahrscheinlich entfernt. Und sie kriegt Mana, okay. So, was ist ihre aktive Fähigkeit? Increase Attack, ah, das ist okay, das ist eine Buff-Fähigkeit. Und entfernt alle Statuseffekte vom Ziel. Und das Ziel bekommt noch 1 Mana. Okay, das ist natürlich sehr hilfreich. Und dann haben wir Schaden auf alle, das ist natürlich cool. Und Halluzination ist wahrscheinlich ein Debuff, hört sich jedenfalls so an. Verleiht also quasi nochmal einen Debuff. Okay, ziemlich cool. Also jetzt scheint es wieder einen mindestens legendären Helden hier zu geben. Oh, es glitzert schon wieder.
Was für ein Glück heute. Oh, nice. Maggie oder Maggie? Sie habe ich auch schon öfter mal in der Arena getroffen. Macht auf jeden Fall eine ziemlich schöne AOE-Attacke. Also, habe sie schon mal gesehen. Mana Utilization. Increase Attack based on Allies Mana Count. Dragon Knight Blessing. Oh, für den Drachen. Okay, für Drachenhöhle nenne ich es jetzt mal. Wenn wir das von Raid mal kopieren wollen, ist das natürlich ziemlich cool. Sie hat hier diese Drachenfähigkeiten. Okay, das ist natürlich nett, weil beim Drachen war ich jetzt noch nicht so weit gekommen bisher. Vielleicht bringt sie mir da was. Und hat zweimal Multi-Attack, also zweimal AOE. Und sie hat diese Erhöhung von der Attacke natürlich. Nice. Oh, wir haben noch mindestens einen legendären Helden jetzt bei der ersten. Oder nein, das ist unsere zweite Ziehung hier. Aber wir haben schon zwei sehr gute Helden bekommen. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Ah, irgendwas Legendäres auf jeden Fall. Pan. Okay, sagt mir jetzt auch nichts. Aber sieht auch aus, als hätte er eine Heilungsfähigkeit hier mit drin. Cleanse. Okay, er hat diese Cleanse-Fähigkeit. Und Shelter Investigator. Also Shelter Investigator ist wahrscheinlich für den Dingens, Bummens. Removes all status effects from all allies. Gain Mana, Target Gain Mana 1. Deals 71 Damage to all enemies. Debuff, decrease defense. Okay, Defensive senken. Ja, das kann sehr hilfreich sein. Wird aber jetzt wahrscheinlich keiner. Was ist denn hier los? Was ist denn bei dieser zweiten Ziehung jetzt los? Wir haben Fated Heroes und wir haben hier legendäre Helden, einen nach dem anderen. Das gibt's doch gar nicht. Und nochmal Vinity, den hat man ja vorhin schon mal. Na gut, den kann man trotzdem benutzen. Also die Dupletten kann man ja trotzdem nehmen. Was haben wir denn jetzt hier gehabt? Legendär, also Fated, legendär, zwei Legendäre, zwei Fated Heroes, zwei Rare Heroes. Krass. Also das war jetzt mal wirklich richtig Glück. Gucken, okay, was haben wir bei dem dritten Mal jetzt auch so viel? Oh, okay, wir haben auf jeden Fall was dabei. Mal gucken, was es ist. Also wir hatten jetzt schon richtig gut was dabei. Also glitzert nicht. Also schon mal ein... Ah, och, wie süß. Nero. Habe ich schon mal gesehen, aber die sind doch niedlich. Ich finde die so niedlich. Final Hit. Ja, wenn die Dingens runtergeht. Dancing Sword. Und was haben wir noch? Dynamic Sword. Okay. Ist jetzt nicht so, wo ich sage, den müssen wir jetzt hochziehen. War jetzt nichts anderes dabei, großartig. Also kein weiterer legendärer hier mit dabei. Ein garantierter legendärer Held ist ja hier bei diesem Premium Recruitment dabei. Aber wie gesagt, das ist halt das normale Rekrutieren hier in dem Spiel. So, und weiter geht's im Text. Wir rekrutieren nochmal und gucken, ob wir diesmal wieder was dabei. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder was dabei. Ich hoffe doch, wieder einen Fated Hero. Okay, legendär auf jeden Fall. Rises. Removes Buff of Enemy. Okay, Buff-Entferner. Gift haben wir auch mit dabei. Und nochmal Gift. Also wir haben Gift und Schaden. Okay, auch interessant. Oh, es ist noch ein legendärer, mindestens, hier dabei. Mal gucken, was wir haben. Ah, kein Glitzern. Cernando. Alejandro. Mana Utilization, das hat man ja vorhin schon mal gesehen, mit Shelter Investigator 1 kombiniert quasi hier. Okay. Was haben wir noch? Call of Light. Oh, kritische Trefferchance oder kritischen Treffer erhöht. Und alle Gegner angreifen. Also er erhöht sich quasi den Crit-Schaden und greift alle Gegner an. Okay, so ist jetzt kein schlechter Champion, würde ich jetzt mal so sagen. Auf jeden Fall ein Support-Champion. So, nochmal unser Glück versuchen. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Ah, kein Glitzern dabei. Tantalo. Sagt mir jetzt gar nichts. Aber wie gesagt, ich kenne auch die meisten nicht. Dragon Knight Blessing, also auch wieder Drache. Provozieren. Au, provozieren auf alle Gegner. Nice. Das könnte ein guter Tank sein für Dungeons oder sowas. Das würde ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen, den mal mit zu leveln. Sehr gute Ergänzung, vielleicht auch für Arena.
provozieren, also sehr viel provozieren hier in den Skills mit dabei. Und paralysieren für einen Gegner. Okay, also wir haben einen passiven Skill mit provozieren, aktiven Skill mit provozieren und einen mit paralysieren. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich hoffe, er ist sehr tanky. Und noch einen legendären Astarte. Also die habe ich auch schon mal getroffen. Counter-Attack. Ganz normale Attacke auf einen Gegner mit relativ viel Schaden. Und nochmal einen Gegner mit sehr, sehr viel Schaden. Okay, also macht auf jeden Fall einen hohen Damage an einem Ziel. Und noch einer. Okay, noch ein legendärer mindestens. Vielleicht nochmal ein Fated Hero. Daumen drücken. Okay, legendär. Jorm. Ach, sie ist ja so niedlich. Removes Buffs of Enemy. Okay, das ist das gleiche, glaube ich, was wir vorhin auch schon mal hatten. 120. Und über Zeiteffekt, also Effekt über Zeit. Bluten. Und nochmal bluten. Auf alle Gegner. Okay, auf alle Gegner mit Bluten. Kann schon mal sehr interessant sein. Oh, wir haben noch was. Okay, wir haben noch was. Es ist noch was dabei. Naja, da bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt noch bekommen. Glitzern? Nein, schade. Vinity, schon wieder. Das ist der dritte heute. Dreimal Vinity heute. So, jetzt haben wir sehr viel beschworen und auch ein paar neue Spiele gezeigt. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo ich am meisten rausbekommen habe. Einmal an Helden, was es uns bringt, vielleicht auch in welchem Spiel, weil ja die Mechaniken in jedem Spiel anders sind. Einfach mal so im Vergleich habe ich mal eine kleine Übersicht gemacht aus dem, was ich jetzt hier beschworen habe. Und das ist jetzt die Übersicht aus dem, was wir beschworen haben. Also wir hatten ja jetzt erst The Seven Deadly Sins, da haben wir 55 Helden beschworen, dann hatte ich Raid Shadow Legends, da haben wir ein bisschen mehr beschworen gehabt, weil es während des Livestreams waren, insgesamt 64 Splitter geöffnet und Exos Heroes eben auch 55 Helden beschworen, inklusive dieser Bonushelden, die es ja dann immer bei jeder Ziehung auch nochmal dazu gibt. Aber gucken wir uns erstmal an, Seven Deadly Sins, sehr viele goldene Helden. Da kann man schon sagen, das könnte schon sowas, wenn man es mit Raid Shadow Legends vergleicht, vielleicht Richtung seltene Helden gehen. Allerdings sind diese goldenen Helden auch teilweise sehr gut, können eingesetzt werden. Also hier hat man definitiv auch eine Verwendung für diese goldenen Helden. Und die anderen, diese glitzernden hier, diese SSSEL-Helden, das sind ja die besten quasi, die man ziehen kann aus Splittern. Die kann man auch auf die höchste Qualität natürlich upgraden gleich direkt, aber auch die goldenen kann man natürlich auf die höchste Qualität bringen. Und was man natürlich sieht, wir haben sehr viele Heldenmünzen. Das heißt, das ist alles doppelt und dreifach. Aber das liegt auch am System von Seven Deadly Sins. Also es gibt nicht ganz so viele Helden wie bei Raid Shadow Legends oder bei Exos Heroes. Dafür eher doppelte Helden. Und diese Heldenmünzen, die kann man ja auch auf verschiedene Arten und Weisen benutzen. Also zum einen, um die ultimativen Moves der Helden, die man schon hat, aufzuwerten und zum anderen auch natürlich in einem Shop, im Heldenshop, um das zum Beispiel gegen andere Helden oder Materialien einzutauschen. Also hier ist natürlich das System anders als bei Raid Shadow Legends oder Exos Heroes, was man mit diesen Helden halt auch machen kann. Ja, deswegen, man sollte sich jetzt nicht traurig sein über diese goldenen Helden oder wenn man welche doppelt hat, also vor allen Dingen, wenn man auch diese mit der höchsten Qualität doppelt hat, kann man ja dann den ultimativen Move aufwerten, wenn man den Helden braucht. Und selbst bei den goldenen, die kann man ja auch verwenden. Also da sind auch sehr gute Fähigkeiten dabei, können auch auf die höchste Qualität abgegradet werden. Also auch hier gibt es natürlich super Helden. Und wie gesagt, man kann sie nicht direkt mit epischen oder seltenen Helden vergleichen bei Raid Shadow Legends, weil es gibt halt nur quasi drei Qualitäten, die man ziehen kann. Grau, also silberne Helden, goldene Helden und dann diese glitzernden Helden. Ja, sagen wir mal, das heißt also, man hat nicht ganz so viele Qualitäten an Helden oder Seltenheitsgrade an Helden wie bei Raid oder Exos Heroes. Also Raid und Exos Heroes lässt sich vielleicht da ein bisschen besser vergleichen. So, bei Raid Shadow Legends haben wir auch eine Ziehung gemacht. Da haben wir tatsächlich die wenigsten Helden an epischen und legendären bekommen, also gar kein legendärer dabei gewesen. Okay, aufgrund der Wahrscheinlichkeit war es auch jetzt nicht so wahrscheinlich, einen zu ziehen, aber wir hätten ja einen ziehen können. Und wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 epische Helden, davon zwei doppelte.
Die Doppelten kann man natürlich auch zum Beispiel als Buch verwenden oder so, aber bei legendären Helden ist es leider, leider nicht so gut, weil es kein richtig gutes Duplettensystem gibt. Und jetzt einfach zu sagen, den legendären, an dem man ja auch sehr schwer rankommt, man muss dazu sagen, ne, man kommt sehr schwer an die Splitter und an die Helden natürlich auch ran, an epische und legendäre, ist es sehr schade drum, die nur als Buch zu verwenden. Also da hoffe ich mal, dass sich in nächster Zeit noch was zu den Dupletten einfallen lassen. Ansonsten, nicht alle epischen sind natürlich leider gut. Nicht alle kann man super gut verwenden oder so. Es ist ein bisschen schade, dass teilweise dieses Balancing nicht hinhaut bei epischen, seltenen und legendären Helden. Also man hat Helden, die sind selten, die könnten legendäre Helden sein, weil sie so gut sind. Wir haben legendäre Helden, die sind ziemlich schlecht dafür, dass sie legendäre Helden sind. Wir haben epische Helden, die sind total super gut. Wir haben epische Helden, die sind total grottenschlecht. Also da ist es leider nicht so ausbalanciert, muss man sagen. Aber Erinnes ist zum Beispiel ein guter Helden. Felsbrecher kann man bestimmt auch einsetzen. Spinne, auch für ein Anfangsteam am Clan-Boss, auch nicht schlecht. Also drei, die definitiv sehr gut sind. Oder gut, drei, die definitiv gut sind, die man einsetzen kann. Die anderen jetzt vielleicht eher weniger. Und wie gesagt, warum Frostbringer Frostbringer heißt, keine Ahnung. So, dann haben wir noch Access Heroes. Da muss man sagen, diese legendären Helden entsprechen vielleicht eher so den epischen Helden von Raid Shadow Legends, wenn man das damit vergleichen will. Aber es gibt hier auch ein anderes Heldensystem, weil man kann auch gewöhnliche und ungewöhnliche Helden noch im Spiel anders benutzen als Futter. Also da gibt es noch ein anderes Heldensystem hier. Man kann auch mit doppelten Helden wieder andere Helden upgraden. Also auch das geht natürlich wieder. Man kann die zur Verbesserung nutzen. Also auch hier muss man nicht unbedingt traurig sein, wenn man doppelte Helden gezogen hat. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man mit denen machen kann. Man kann sie auch in Münzen umwandeln oder man kann sie eben benutzen, um einen von den Helden zu verbessern. Und auch die epischen haben Vorteile und Nachteile natürlich. Ich nenne sie jetzt mal epische, aber in Access Heroes heißen diese lilanen legendäre Helden, also nicht verwirren lassen. Also diese lilanen Helden, die sind eigentlich die legendären Helden bei Access Heroes. Aber, also die sind natürlich gut, aber es gibt natürlich bessere Helden, auf die man es meistens abgesehen hat. Und davon haben wir zwei gezogen. Also das sind dann sozusagen die legendären Helden, nenne ich sie jetzt mal. Das sind die Helden, auf die wir es auch abgesehen haben. Das sind die Fated Heroes. Also die Fated Heroes sind eigentlich sozusagen die besten Helden im Spiel. Es gibt natürlich noch eine Verbesserung von denen. Das heißt, das nennt sich dann Fate Core. Das sind die ultra, ultra besten Helden quasi oder sollen die besten Helden sein. Das sind quasi andere Versionen von existierenden Helden, die nochmal Verbesserungen zur Folge haben, wenn man die dann gezogen hat. Und was man natürlich auch gesehen hat, also wenn wir jetzt diese Bonushelden hier nicht hätten, wir haben jetzt 5 Bonushelden gezogen, hätten wir insgesamt nur 8 epische bzw. legendäre Helden bekommen, aber immer noch mehr als bei Raid Shadow Legends. Wie gesagt, die meisten Helden oder die meisten qualitativen Helden haben wir natürlich bei 7 Deadly Sins bekommen, wobei man sagen muss, wenn man jetzt nur die glitzernden zählt, hätten wir hier die wenigsten bekommen. Dafür bei Raid dann ein paar mehr und die meisten hätten wir bei Access Heroes bekommen, aber wie gesagt, die Systeme von allen drei Spielen sind natürlich ein bisschen anders. Wenn man jetzt gucken wollte, wo ich die meisten legendären Helden gezogen habe, würde ich sagen 7 Deadly Sins, auch wenn einer doppelt war. Und danach gleich Access Heroes und bei Raid habe ich leider gar keinen legendären rausbekommen. Hängt aber auch an den Quoten natürlich mit von den Spielen, muss man dazu sagen. Also hier bei 7 Deadly Sins und bei Access Heroes sind die Quoten, legendäre oder bessere Helden zu ziehen, höher als bei Raid Shadow Legends. Aber man muss auch dazu sagen, 7 Deadly Sins und Access Heroes sind wirklich eher darauf aufgelegt, viele Helden schnell zu bekommen und dann mehr am Equipment nagen zu müssen, sage ich mal. Wobei Raid Shadow Legends halt so eher so Richtung Farmen ausgelegt ist. Also man muss sehr viel farmen, um Materialien und alles zu bekommen. Um Splitter zu haben, muss man sehr lange sammeln. Es ist jetzt nicht so darauf ausgelegt, in kurzer Zeit viele Helden zu bekommen, die sehr, sehr schnell hochzuleveln, sondern es dauert halt alles relativ lange. Wobei man bei 7 Deadly Sins und bei The Access Heroes sagen muss, man kann relativ schnell Helden bekommen, man kann sie relativ schnell leveln, aber es dauert dann halt auch, sie auf Maximallevel zu bringen und es dauert auch, das richtige Equipment dann für sie zu finden. Also da haben alle natürlich eine unterschiedliche Mechanik.
So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, ob ihr nochmal so eine Geschichte sehen wollt mit mehreren Spielen, in denen wir was beschwören. Also Seven Deadly Sins, Raid Shadow Legends, Exos Heroes oder vielleicht auch andere Spiele. Wollt ihr sowas nochmal sehen, wo man so einen Vergleich machen? Wo bekommt man die besten Helden? Wie sind vielleicht die Systeme aufgebaut? Oder so einen Vergleich mal einfach generell von den Spielen machen, wie ich es schon mal bei Seven Deadly Sins versus Raid Shadow Legends gemacht habe. Dann können wir auch mal Raid versus Exos Heroes machen oder andere Spiele. Und dann einfach mal gucken, wie sind die Mechaniken dort aufgebaut im Vergleich zu Raid Shadow Legends zum Beispiel. Ja, schreibt es in die Kommentare. Ein Like, ein Däumchen ist immer ein Träumchen. Und abonnieren nicht vergessen und die Glocke läuten. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Tschüss.